Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Wir geben uns Der Teufel weint von Apache, das letzte Kapitel ist draußen von Too Sad to Disco. Ich weiß, wir müssen noch aufholen, machen wir, aber Sport habe ich schon gehört. Sorry, ich hab die Reaction verplant, Mann. Ich wollte eine machen und dann habe ich es in der Playlist so gehört und dann will ich mich jetzt nicht hinsetzen und dann irgendwie noch eine Reaction dazu machen, wenn ich den Song jetzt schon in der Playlist komplett gehört habe. Fand ich aber sehr gut, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen irgendwie. Also war halt natürlich sehr poppig und sehr, ja, nochmal ein bisschen mehr in diese musikalischere Richtung, was ich aber irgendwie gefühlt habe. Hat mir ein bisschen 200 km/h Vibes gegeben, fand ich gut. Jetzt haben wir Der Teufel weint und dann werden wir die Tage über noch die restlichen Songs, ich glaube 3 oder 4 haben wir noch, aufholen. Es war jetzt ja sehr viel Shireen, sehr viel Bad Moms J. Da haben wir auch noch was kommen wird. Zur Not mache ich 3 Videos am Tag, wenn es nicht anders geht. Aber wir haben einiges zum Aufholen, deswegen, ja. Jetzt aber erstmal Der Teufel weint. Ich bin sehr gespannt. Link zum Bundle, falls ihr das Shirt haben wollt, in der Beschreibung. Gönnt euch gerne. Let's go. An all different, done with Borland Production. Okay, Anfang gefällt mir sehr. Es scheint das Gegenteil von Sport zu sein bis jetzt. Der Teufel weint auch eher so ein bisschen tiefgründiger wieder vielleicht, die Storyline weiterführen. Mir gefällt die Melodie jetzt schon. Wenn der Teufel vor dir weint, sag mir, kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Geil, Mann. Das gefällt... Ich möchte ein paar Gesundheits in den Kommentaren lesen, bitte. Ich habe auch sehr vorbildlich in die Armbeuge genießt gerade, ja. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Wenn ich jemanden von euch zu Hause angesteckt habe, sagt Bescheid, ich schreibe Attest für euch, dann müsst ihr nicht zur Schule. Dann schreibe ich, ja, ich habe ein Video genießt, ich habe Sarah, ich habe Emma, ich habe Leon, ich habe Lukas angesteckt, es tut mir leid. I'm sorry. Aber mir gefällt die Melodie sehr, sehr gerne bis jetzt. Sehr gut, Bro. Mein Kopf ist nicht vorhanden gerade. Selbst nicht kann, seine Tränen steckt die Welt im Brand. Wenn der Teufel vor dir weint. Oh, geile Pause im Beat. Ganz, ich liebe Beatpausen. Gute Beatpausen. Bin ich da. Die Welt im Brand. Wenn der Teufel vor dir weint. Sag mir, kannst du ihm verzeihen? Dieses Setting finde ich so nice für diese Pflanzen hier, dieses Endzeitmäßige. Sieht so geil aus. Kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Ich mach dieselben Fehler nochmal, Baby. Oh. Denn ich bin ein Rockstar, Baby. Ey, es ist auch wieder persönlicher. Es ist wirklich wieder ein bisschen persönlicher. So, es ist aber nicht so... Nicht so deep, deep. Aber die Storyline von Too Sad to Disco, die wir in den anderen Musikvideos schon hatten, wird weitergeführt und das finde ich geil. Fehler nochmal, Baby. Denn ich bin ein Rockstar, Baby. Aber nach dir riech ich immer noch. Immer noch. Immer noch. Ich lieg allein im Bett und kotz ab, Baby. Der Roomservice stresst und klopft an, Baby. Bist du auch in deinem Zimmer noch? Häng unsere Bilder noch. Zerbrech mir wieder Kopf. Ich steh wieder einmal vor. Ey, auch hier zum Beispiel diese High Notes jetzt sind viel angenehmer als beim... Bei den ersten paar, bei Kapitel 1 von Too Sad to Disco war mir das ja viel zu komisch. Es hat gar nicht reingepasst, war irgendwie ein bisschen over the top mäßig, aber hier viel angenehmer. Zerbrech mir wieder Kopf. Ich mag auch die Animation im Hintergrund mit seinem Kopf. Ich steh wieder einmal vor deiner Tür. Lass kurz reden, Babys. Boah, geil. Das hat er auch in den letzten paar Musikvideos schon gehabt, dass so Sounds aus dem Musikvideo in den Song mit eingebaut worden sind. Wenn der Teufel vor dir weint, sag mir, kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Das ist auch so eine gute Melodie, die kommt mir auch bekannt vor von irgendwas. Aber es ist vielleicht auch einfach dieser Vibe, den er hat, dass man das so, dass das an irgendwas anderes erinnert. Wenn der Teufel vor dir weint, sag mir, kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Oh, warte, was hat er? Selbst nicht kann. Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Rotweinflecken auf dem White Tee. Weiß nicht mehr, was gestern war, die Zeit fliegt. Baby, ich
vermiss dich in deinen Nikes. Das ist bis jetzt mit der Track, der am besten alle Facetten von Apache widerspiegelt. Wir haben Melodie, wir haben Gesang, wir haben aber auch irgendwie so gerade, so wie er angefangen ist im zweiten Part, Rotweinflecken auf dem White Tee, irgendwie ein stabiler Einstieg, wir haben einen coolen Beat. Es ist ein bisschen persönlich, aber wir haben noch eine Melodie, dass das nicht zu monoton wird oder einfach nur irgendwie hier eine traurige Geschichte erzählt wird. Es ist irgendwie so diese alle Facetten von ihm werden hier gut dargestellt. Ich weiß nicht mehr, was gestern war, die Zeit fliegt. Baby, ich vermiss dich in deinen Nikes. Die Frauen um mich tragen nur noch High Heels. Schon 3:30 morgens kennt kein Tageslicht. Schmeiße bunte Scheine durch das Artemis. Und erzähle dir, dass das nur so eine Phase ist. Krass, es ist aber echt, wenn man wirklich auf den Text achtet, wirklich krass selbstreflektierend und wie er so darüber spricht, über sich. Und ich scheine durch das Artemis und erzähle dir, dass das nur so eine Phase ist. Ich schwör dir, Baby, ach, eigentlich mag ich nicht. Ich steh wieder einmal vor deiner Tür. Lass kurz reden, Baby, es mir leid. Wenn der Teufel vor dir weint. Das ist halt eine gute Hook auch, die bleibt einfach im Kopf. Sag mir, kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Auch dieses Zittrige in der Stimme am Ende. Geil. Wenn der Teufel vor dir weint. Sag mir, kannst du ihm verzeihen? Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Boah, ich finde geil auch, dass hier der Bogen zu Ende gespannt wird wieder und dass es da aufhört, wo es angefangen hat. Seine Tränen steckt die Welt im Brand. Krass. Cool, Mann. Ich hatte ja meine Probleme mit dem Album hier und da bei einzelnen Songs, die mir gar nicht gefallen haben, teilweise. Wir lassen das nochmal laufen. Ich mach den Ton einmal aus, dann kann ich nebenbei ein bisschen quatschen. Ich hatte meine Problemchen hier und da mit ein, zwei Songs, die mir gar nicht gefallen haben oder nur sehr wenig. Aber ich muss sagen, dass das alles in allem ein krasses Projekt war. Auch krass, dass das in 4 Kapitel unterteilt worden ist. Und in jedem Kapitel gab es mindestens einen Song, der rausgestochen ist für mich, der für sich selbst irgendwie eine Facette von Apache gezeigt hat. Also wahrscheinlich checken viele von uns gar nicht das große Ganze, was er erzählen will, aber ich glaube, man muss sich auch viele Songs hintereinander anhören und wirklich mit Text, dann checkt man da noch ein bisschen mehr raus. Aber so rein aus musikalischer Sicht muss ich sagen, dass wir extrem viele verschiedene Seiten hier hatten. So viele verschiedene Songs, wenn ich auch nochmal drüber nachdenke, so jetzt gerade an Sport, der eine ganz andere Richtung hatte, auch so ein bisschen Fun war, so versprochen, morgen mache ich wieder Sport und dann macht er der Hantel mit der 1,59-Mile-Wodka-Flasche irgendwie. Aber irgendwie trotzdem auch für Apache steht, weil der hat mich auch so ein bisschen wie hieß der denn? Irgendwas mit Bruder oder Brüder, so ein ganz früherer Song von Apache, einer von seinen ersten paar Singles erinnert. Die vielleicht auch hier so ein bisschen aufgegriffen werden sollten. Hat auch an 200 km/h, wie gesagt, erinnert, dass man hier wirklich jegliche Facette von ihm gesehen hat. Das fand ich nice. Und künstlerisch, die Musikvideos halt 1A, was soll man sagen. Ganz neues Level. Krass, okay, also ey, wir haben jetzt hier mit Der Teufel weint etwas Persönliches wiederbekommen von ihm und einer trotzdem fortenden Ohrwurm-Hook. Wie gesagt, für mich Der Teufel weint der kompletteste Apache-Song, weil man jede Facette von ihm irgendwie sehen konnte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Wir haben noch 3-4 Songs, die wir noch nicht gehört haben. Aber vor allen Dingen, was dann in Zukunft kommt, weil jetzt für mich so ein großes Kapitel geschlossen ist. Und jetzt bin ich gespannt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten würde ich sagen, checken wir auf jeden Fall noch Luciano ab. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Track ich diese Woche noch abchecken soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim wunderbaren nächsten Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.